Ja, das ist auch wieder ein Riesenthema, Kommunikation. Und meiner Meinung nach hat das keiner von uns wirklich gelernt. Die Kommunikation, die ich Ihnen aus meiner Erfahrung aus der Praxis sagen kann, die wirklich eine Beziehung trägt, die eine Beziehung lebendig hält. Sehr häufig, ich werde Ihnen da gleich auch mal was aus dem Nähkästchen erzählen, sehr häufig ist die Kommunikation so, wie zwei Partner sie miteinander führen, hat ganz viel damit zu tun, wie habe ich Kommunikation zu Hause gelernt? Wie wurde bei uns zu Hause geredet? Da gab es meist, das was ich immer wieder erlebe, gibt es meist einen, der etwas von sich, nicht mal von sich, sondern einen, der redet. Und dann gibt es andere, die vielleicht, wenn sie Glück haben, zuhören oder eigentlich gedanklich ganz woanders sind. Und ich glaube mal, die erste wichtige Regel aus meiner Sicht, es gibt ja unendlich viele Kommunikationstrainings, die ich zum Teil etwas konstruiert und theoretisch empfinde, weil sie zum Teil so an den Personen und an den eigenen Bedürfnissen, Sensibilitäten vorbeigehen. Und ich glaube, für mich ist so das Erste, was wichtig ist, eine erste Kommunikationsregel, wäre die, üben Sie sich da drin, mal wirklich zuzuhören. Was das heißt, wenn Sie mit Ihrem Partner reden oder Ihr Partner mit Ihnen redet, dann achten Sie mal darauf, ob Sie wirklich verstehen, und ein Gefühl dafür bekommen, was will Ihr Partner Ihnen eigentlich sagen? Sehr häufig, und da kann ich mich gar nicht ausnehmen, gibt man dann so lapidar eine Antwort oder sagt was dazu, ohne wirklich verstanden zu haben, was wollte er mir jetzt eigentlich sagen? Oder vielleicht war da ja auch eine Frage drin verbunden. Und ich weiß, dass ich selber auch so häufig mangels Wissen einfach gesagt habe, ja, das höre ich, das ist, glaube ich, bei Männern ganz beliebt. Ja, oh ja, ist auch schwer. Und eigentlich ich überhaupt keine Ahnung hatte, nicht nur eigentlich, sondern ich keine Ahnung hatte, was will mir meine Frau eigentlich gerade sagen? Also zuhören und damit ganz eng verbunden ist, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben es nicht verstanden, was Ihr Gegenüber Ihnen sagen möchte, dann fragen Sie doch nochmal nach. Das ist die zweite Regel. Nachfragen und sagen, du, also bei mir ist das angekommen. Meinst du das? Ja, das hilft auch Ihrem Partner, der Ihnen was sagen möchte. Hilft ihm, das Gefühl zu bekommen, ja, er wird wahrgenommen, er wird ernst genommen mit dem, was er sagt. Dann ist bei der Kommunikation ganz wichtig, und da kann ich Ihnen was aus dem Nähkästchen erzählen. Ich dachte früher so in den ersten Jahren meiner Ehe, meine Güte, also ich bin doch wirklich ein Typ Mann, der eine Menge zu Hause erzählt seiner Frau. Und dann bin ich nach Hause gekommen und wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe häufig meinen Tag wiedergegeben. Ja? Du, dann habe ich erst das gemacht, dann habe ich den getroffen, dann habe ich mit dem telefoniert, dann haben wir das Geschäft abgeschlossen, mittags haben wir das gegessen und tatsächlich, dann kam auch der noch zur Mittagspause dazu. Und irgendwann, da meine Frau in solchen Punkten immer sehr deutlich und ehrlich war, kann ich heute nur sagen, zum Glück, damals hat es mich überfordert, irgendwann sagte meine Frau mir, werde ich nie vergessen, du, ich will gar keinen Tagesbericht haben, ich würde gerne wissen, was hast du denn an dem Tag erlebt? Wie ging es dir denn damit? Was hast du denn dabei gefühlt? Und das ist etwas, wenn ich eben am Anfang sage, häufig ist Kommunikation das, was wir zu Hause gelernt haben. Ich kannte es gar nicht, dass ich im Kreise meiner Familie saß und wirklich über das geredet habe, was mich betroffen hat, was ich gefühlt habe, was mir wichtig war. Sondern häufig war es so es war einfach eine Unterhaltung. Es war wie so ein Geräuschteppich im Raum, aber es hatte wenig bis gar nichts mit jedem Einzelnen oder mit mir speziell zu tun. Das ist also der dritte Punkt. Achten Sie mal darauf, wenn Sie miteinander reden, inwieweit teilen Sie sich mit? Inwieweit geht es bei dem, was Sie sagen, um das, was Sie belastet, erfreut, aufregt, was Sie nachdenklich macht? Und wenn Sie darüber reden, Sie werden merken, wenn Sie anfangen, das mit in Ihr Gespräch einfließen zu lassen, werden Sie auch überhaupt erst dadurch in die Situation kommen, dass Sie Reaktionen bekommen von Ihrem Partner, die Sie nachdenklich machen, die Sie weiterbringen, die Sie anregen, die Sie inspirieren. Sie werden ein Gefühl haben, Sie werden reflektiert werden in dem, was Sie sagen, in dem, was Sie beschäftigt. Also Sie haben ein ganz anderes Gefühl von, ja, da ist eine Bewegung zwischen uns, da lebt es zwischen uns. Das ist wie so Ping-Pong. Ich sag was, das wird aufgenommen, dann wird es mir vielleicht an die andere Seite zurückgespielt. Das ist das, was Kommunikation in meinen Augen und aus meiner Erfahrung heraus wirklich interessant macht, was es
lebendig werden lässt und was sie auch neue Wege entdecken lässt, neue Gedanken denken lässt. Und wenn ich mich das gerade sagen höre, dann höre ich schon den einen oder anderen oder sehe schon den einen oder anderen, der sagt, aber ganz ehrlich, also wenn ich den ganzen Tag in Meetings war, den ganzen Tag Entscheidungen getroffen habe, den ganzen Tag unter meinem Chef oder mit meinen Kollegen irgendwie mich gerieben habe, gelitten habe, es war anstrengend, es war voll der Tag, dann habe ich doch keine Lust, abends nochmal wirklich so eine Form von Gespräch zu finden. Das ist doch total mühsam und kräftezehrend. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, es ist viel, also zum einen kann ich Ihnen sagen, es geht nicht darum, dass Sie jeden Abend erstmal 45 Minuten was ganz Vernünftiges Ihrer Partnerin mitteilen. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber es ist viel leichter, und das weiß ich, wovon ich rede, es ist viel leichter, wenn Sie von mir aus 2, 3 Sätze loswerden, sagen, an Ihren Partner richten, die Sie beinhalten. Ja, so, jetzt gibt es demnächst leichter das, als zu sagen, und dann habe ich das und das und das und das. Dauert nicht so lange und es ist befreiend. Sie reflektieren selber nochmal den Tag und das, was ich eben gesagt habe, und dann kann es zu einem Miteinander kommen, dann kann es zum Austausch kommen. Dafür haben Sie ja auch Beziehungen oder dafür sind Sie ja auch in der Beziehung, dass Ihr Partner Ihnen vielleicht ja, Sie auf Dinge aufmerksam machen kann oder Sie ergänzen kann in dem, was Sie so sehen und den ganzen Tag über erleben. Der andere Einwand, der jetzt kommen könnte, ist, muss ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich eher von Männern, die dann sagen, wie, aber wenn ich so einen ganzen Tag da irgendwie im Büro bin, also, da geht es doch gar nicht wirklich um mein Gefühl. Ich habe die Dinge zu erledigen und das habe ich heute besonders gut gemacht. Am nächsten Tag ist es mir vielleicht nicht so besonders gut gelungen. Mit Fühlen meine ich, dass sie, und das hat ja ganz viel damit zu tun, inwieweit begegnen Sie auch an einem Arbeitsalltag sich selbst? Inwieweit sind Sie ein Ausführender und inwieweit sind Sie so bei sich oder so präsent, dass Sie auch merken, und das kann ich nur jedem empfehlen, dass Sie merken, ist das, was ich tue, mir vertraut, fällt es mir leicht oder macht es mir auch noch Spaß? Inspiriert es mich? Ist es irgendwie auch noch etwas, was mich neugierig macht? Und das sind Dinge, von denen ich sage, das sind so Bereiche, von denen ich sage, dass Sie abends dann durchaus Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner sagen können, ich merke, ich habe heute wieder den ganzen Tag, der Tag lief irgendwie gut, aber wenn ich jetzt im Moment darüber nachdenke, eigentlich fordert es mich gar nicht mehr heraus. Eigentlich finde ich es monoton. Eigentlich gibt es in mir immer mal wieder Ideen, die mich ganz woanders hintragen würden. Ja? Und das ist dann der nächste Punkt, wo ich Ihnen sage, wenn es um Gefühl geht, dann hat es ganz viel damit zu tun, wahrzunehmen, ist das, was ich da tue, ist das, was ich lebe, ist das, wie ich mit meinem Leben umgehe, ist es das, was mich erfüllt, ist es das, was mir immer noch entspricht, was mir Spaß macht, oder traue ich mich, und das ist eine Kommunikation, die ist nah und die hat mit Ihrem Gefühl zu tun, traue ich mich, meinem Partner zu sagen, ja, aber mich zieht es woanders hin, auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, wie. Oder das Gleiche im Kontakt mit Freunden. Ja, das war irgendwie ein schöner Abend, das war ein geselliger Abend, aber wenn ich ehrlich bin, merke ich, also so richtig hat mich das jetzt gar nicht erfüllt. Es ging in dem Abend gar nicht um mich, wir haben nur über Leute gelästert oder haben nur über andere geredet, hatte wenig mit mir zu tun, hat mich nicht wirklich begeistert. Das sind Gefühlsthemen, über die Sie lernen können zu reden und Sie werden sehen, das ist eine Kommunikation, da brauchen Sie nichts auswendig lernen, keine Regel XY, sondern wenn Sie anfangen, so sich in das Gespräch mit einzubringen, wird es eine Kommunikation geben, die deutlich flüssiger, näher und ja, viel mehr Inhalt hat.